Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2010 Karriere. Wir sind heute in Marina Bay in Singapur und ja, beim letzten Mal in Monza hatten wir ein sehr, sehr, sehr gutes Rennen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr es verpasst habt. Ich werde nicht spoilern, wo wir es beendet haben, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, wir schauen uns nochmal kurz die Fahrerwertung an, wie immer, vor einem Rennen. Und wir sind momentan Sechster mit 111 Punkten. Und der Führende ist Mark Webber mit 186. Also, wir haben noch eine theoretische Chance auf die WM, aber ich denke, ja, wir sollten uns darauf konzentrieren, vielleicht so, Moment, weiß nicht, sag mal, wenn wir Fünfter werden könnten, am Ende der Saison, könnten wir zufrieden sein. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass wir eigentlich in einem der schlechtesten Autos des Spiels sind. Von daher, ja, wäre das auf jeden Fall schon ein Erfolg, am Ende der Saison Fünfter zu werden, aber ja, Leute, ich würde sagen, wir legen los mit dem Rennen hier in Singapur oder mit dem Training hier in Singapur. Ich denke, es wird eine schwere Strecke für uns, weil in dem Spiel mag ich Singapur nicht. Wenn man sie sich so anguckt, so, ne, keine allzu schnellen Kurven, keine zu langen Geraden, dann sollte man vielleicht denken, dass sie uns liegen könnte oder liegen sollte. Aber ich sag mal, wenn wir in die Punkte kommen können, bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich hatte in dem Spiel immer Probleme in Singapur, aber naja, legen wir am besten los mit dem Training und gucken mal. Vielleicht kann uns ja eine kleine Überraschung gelingen, aber ich, wie gesagt, ich wäre froh mit Punkten. Let's go. Oh mein Gott, Leute, Oh, ich komme gar nicht klar, das ist... Ich weiß, in dem Spiel ist die Strecke einfach irgendwie verflucht, das ist... Ja, seht ihr, wir rutschen einfach in die Wand, das ist richtig abnormal. Aber mit Punkten, denke ich, können wir mehr als zufrieden sein hier. Oh, ja, komm. Oh, die Curbs hier, ich denke, die Curbs werden uns wirklich töten. Das hat man gerade auch gesehen, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin nur ein bisschen auf den Curb gegangen. Okay, vielleicht ein bisschen viel auf den Curb gegangen und dann... Ja, kann man eigentlich nicht viel machen. Das ist... Ja. Das ist hier halt so in Singapur, ich weiß nicht. Wir machen das Beste draus. Ich werde natürlich alles geben, um hier ein gutes Rennen hinzulegen. Und vor allem diese Kurve, auf die wir jetzt zukommen, die wird uns, glaube ich, richtig töten. Das ist hier diese Dreifachschikane, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Okay, das ging sogar klar, aber dies in dem Spiel, das ist richtig abnormal. Seht ihr das? Das ist richtig abnormal. Man berührt einmal so ein kleines bisschen den Curb und man ist tot. Also auf diese Curbs müssen wir echt aufpassen. Sonst geht es. Also ich mag Singapur auch eigentlich, aber diese Curbs sind halt tödlich. Also allgemein in dem Spiel sind Curbs tödlich, aber vor allem hier ist das halt richtig abnormal. Oh, warum? Gerade, ich habe mich gerade so ein bisschen angefreundet mit dieser Strecke und jetzt regnet es in Qualifying. Eieiei, das wird nicht gut werden. Das wird nicht gut werden, Leute. Was? Leute, das glaube ich nicht. Ich hatte auf dieser Runde den größten Fehler aller Zeiten und wir sind vorne. Und alle Top-Fahrer haben schon eigentlich eine Zeit. Okay, jetzt sind wir nicht mehr vorne. Gut. Hätte mich auch gewundert. Okay, nice. Ja, noch weiter vielleicht. Ja, was ist denn jetzt passiert? Wir sind auf einmal ganz weit, weit. Vielleicht ist es trocken geworden, das könnte sein. Ja. Hoffentlich, ey, was war das denn gerade? Okay, also man kann auf jeden Fall auf Inters fahren, das ist nice. Das ist nice, dann lag es daran. Ja gut, dann brauchen wir jetzt eine ordentliche Runde und dann können wir vielleicht in die Top 10 kommen. Nein, genau das meine ich mit dieser Schikane. Aber wir haben es noch ganz ordentlich gesaved, würde ich mal sagen. Und erste Runde. Die bringt uns auf Platz 8. Was? Die war so scheiße. Aber wir haben noch einen Versuch. Leute, vielleicht ist hier sogar mehr drin, als ich erwartet habe. Man muss halt von den Curbs wegbleiben. Die sind wirklich nicht unser Freund hier. Aber wenn man von den Curbs wegbleibt, dann geht es. Und das war die Runde, die ich euch gezeigt habe. Mit diesem Fehler in dieser Dreifachschikane. Und wir sind Achter. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, wir hauen es in die Wand. Leute, das könnte echt noch ein ganz gutes Ergebnis hier werden im Qualifying. Oder ist es eigentlich schon? Oh, Petrov ist auf Trockenreifen. Das heißt, man kann sogar schon mit Trockenreifen fahren, okay. Aber ich wollte es nicht riskieren. Ah, gut.
Oh, wir kommen zu auf die letzte Kurve, Leute. Das wird unsere Position im Qualifying jetzt bestimmen. Okay, weit rausgekommen. Und über die Linie. Oh! Oh! Was? Was? Leute, wir sind... Oh, wir starten in der ersten Reihe. Was? Was? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das war gerade die erste Runde vom ganzen Wochenende, die ordentlich war, sage ich mal. Also wo wir zumindest keinen Mega-Fehler hatten. Und die reicht... Was? Ich bin gerade richtig geschockt. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Leute, was ist das hier? Wir haben eine Chance, vielleicht aufs Podium zu kommen. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, die Curbs sind wirklich tödlich. Aber wenn wir im Rennen von diesen Curbs wegbleiben können und nicht in allzu viel Chaos mit der KI kommen, dann haben wir eine leichte Chance auf den Sieg. Aber das ist unglaublich. Leute, ich komme gerade echt nicht klar. Ich fehlen gerade die Worte. Das ist unglaublich. Ich habe das echt nicht erwartet. Das war, keine Ahnung, das war nicht mal eine Mega-Runde. Es war einfach eine fehlerfreie Runde. So, aber die war nicht Hammer. Ich bin einfach vorsichtig gefahren. Und das hat anscheinend für die erste Reihe gereicht. Auch interessant, dass Rosberg auf Pole ist, ne? Das sollte eigentlich in 2010 nicht so sein. Vettel ist zum Beispiel nur 10. Alonso, unser Rivale, 12. Leute, das ist eine mega Chance, auf ihn viele Punkte gut zu machen. Webber, 14. Leute, das wird ein interessantes Rennen. Legen wir los. Okay, Leute, hier sind wir. Wir werden aus der ersten Reihe starten beim großen Preis von Singapur. Wie gesagt, das ist für mich diese Saison wirklich eine der größten Überraschungen aller Zeiten. Also das, gutes Deutsch, aber das ist einfach heftig so. Es labert uns unser Ingenieur voll. Noch fünf Rennen in der Saison. Okay, gut zu wissen. Wusste ich gar nicht, dass das so schnell schon vorbeigegangen ist, dass wir schon so weit fortgeschritten sind. Aber Leute, es geht schon los. Wie kommen wir weg? Besser als Rosberg, habe ich das Gefühl. Aber er verteidigt wie Gott. Aber wir überholen wie Gott und sind in Führung. Okay, interessant. Wir haben 44% Regenwahrscheinlichkeit. Das wollte ich noch sagen. Und die Leute, ich weiß nicht. Ich schwöre, wir sind auf Legende. Ich weiß einfach nicht, was hier los ist gerade. Keine Ahnung. Wir führen einfach. Ich bin so ein bisschen sprachlos immer noch von diesem Qualifying. Das ist einfach gerade ein bisschen heftig, dass wir hier so eine gute Pace haben. Das habe ich gar nicht erwartet, habe ich auch vor dem Rennen gesagt. Aber ja gut, es ist erst die erste Runde. Also vielleicht sollte ich mal ein bisschen chillen, weil hier einen Fehler zu machen ist sehr einfach und dann ist es vorbei. Das war zum Beispiel gerade sehr, sehr knapp mit dieser Wand da. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich über diese Schikane fahre. Oder beziehungsweise über diesen Curb in der Schikane. Die ist einfach richtig abnormal. Also, ja. Also die Schikane meine ich. Ja. Ich kann gar nicht mehr reden, weil ich mich so konzentrieren muss, Leute. Okay, Runde 1 ist vorbei. Und wir führen immer noch. Und wir haben sogar schon einen kleinen Vorsprung. Also vielleicht ist hier eine Sensation drin. Wie gesagt, wenn wir das gewinnen, das wäre für mich unglaublich. Das wäre richtig abnormal. Ich habe erwartet, dass wir hier ein grauenvolles Rennen haben werden. Aber wir haben eine Chance auf den Sieg und das ist natürlich jetzt das Ziel, also das denke ich mal ganz klar. Also ich glaube, ich habe es raus, wie man diese Strecke fahren sollte. Man muss einfach, ich fahre so richtig komische Linien, einfach so immer so einen Meter weg vom Curb und dann passiert einem auch nichts. Dann dreht man sich nicht, dann ist alles irgendwie cool, ich weiß nicht. Das macht gerade richtig Spaß und das Ding ist, Rosberg ist vielleicht ein bisschen schneller. Oh, jetzt kommt die Todesschikane. Davor habe ich jedes Mal so Angst. Oh mein Gott! Okay, einmal mehr haben wir es über die Schikane überlebt oder durch die Schikane überlebt. Ich kann gar nicht reden, in Singapur muss man sich so konzentrieren. Aber auf jeden Fall, Rosberg ist vielleicht ein bisschen schneller, aber er kommt nicht vorbei, weil man hier schlecht überholen kann. Und das ist sehr, sehr gut für uns. Ich kann gar nicht reden, ich muss mich so konzentrieren hier, das ist richtig abnormal. Okay, Leute, wir probieren jetzt einen kleinen Undercut auf alle, weil ich will nicht in der Box aufgehalten werden. Deswegen kommen wir jetzt rein. Ganz vorsichtig hier. Diese Boxen einfach ist tödlich. Vor allem in diesem Spiel. So, ganz langsam und vorsichtig. Und ja, ich glaube, wir kommen jetzt eine Runde früher rein, als wir reinkommen hätten sollen. Und ich habe keine Ahnung, ob uns das was bringen wird oder nicht. Aber ja, es wird hoffentlich nicht schaden. Okay, kommt Jungs, guter Stop. Okay, der Stop war scheiße, aber das ist eigentlich Standard bei Lotus. So, jetzt ganz vorsichtig bei der Boxenausfahrt. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen Verkehr, das ist nicht so schön. Aber ja, jetzt da müssen wir jetzt durch. Das habe ich mir jetzt selber eingebrockt. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Scheiße, Alter, wenn uns das ist... Oh, Leute, ich kommentiere richtig komisch, aber man muss sich hier todes konzentrieren. Oh, bitte, 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 hält uns dieser Verkehr nicht auf. Das wäre so schlimm.
Senna. Die KI ist richtig langsam hier heute. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Buemi in der Todesschikane. Jesus Christus im Himmel, Alter. Oh. Buemi, oh mein Gott. Ich will sowas nicht machen. Ich habe so Angst gerade. Ich habe so Angst. Ich hatte noch nie so Angst. Oh, jemand hat sich gedreht. Ein Renault, Kubica oder so. Oh, das ist mir alles so egal. Komm, Schumacher. Gib Gas. Okay, Leute, Stunde der Wahrheit mal wieder, wie im letzten Rennen. Wo ist Rosberg? Wo ist Rosberg? Okay, wir sind nicht mehr in Führung, weil da kommen welche aus der Box und die sind vor uns. Nice. Sehr schön. Okay, Leute, alles verkackt wegen diesen scheiß langsamen Kackhaufen, die irgendwie mit 2 km/h hier durch die, keine Ahnung, ne? Bitte, wir brauchen jetzt. Wir haben die Pace, wir haben die Pace. Wir können immer noch gewinnen. Nicht aufgeben. Schumi, Massa, Massa. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Massa verteidigt in die Haarnadelkurve und wir gehen außen vorbei. Let's go, Leute, let's go. Ist noch nicht vorbei. Okay, jetzt sind die restlichen an der Box. Vielleicht wird uns das jetzt zeigen, wo wir so ungefähr sind. Ja, wir sind Sechster. Ja, das war überhaupt nicht gut, so früh zu stoppen. Das war überhaupt nicht gut. Da ist noch einer. Mein Toro Rosso. Agaswari. Er ist sogar vor uns. Ja, das war nicht gut. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall noch welche, die noch nicht gestoppt haben, weil so weit zurückgefallen sind wir jetzt auch nicht. Das wäre zumindest sehr komisch. Und ich muss aufhören zu reden, sonst wird das hier gar nichts mehr. Agaswari, du bist so langsam, du Scheißhaufen, Alter. Was machst du hier? Innen vorbei, innen vorbei, innen vorbei. Oh, jetzt darf man nicht ungeduldig werden. Man darf nicht ungeduldig werden. Leute, wir sind auf Platz 6. Wenn mir das jemand vor dem Rennen gesagt hätte, ich wäre überglücklich gewesen. Also, ich darf jetzt nicht irgendwie übermütig werden und hier irgendwas Dummes riskieren. Also, das sind ordentliche Punkte, die wichtig sind auf jeden Fall. Oh, Petrov hat sich gedreht. Ein gratis Platz. Vielen Dank, Mann. Nice. Platz 5, Leute. Okay, ich weiß nicht, wie Rosberg 16 Sekunden vorne ist. Also, komm, bitte, Spiel, Codemasters. Wir haben viel Zeit verloren. Klar, es war ein Fehler, so früh zu stoppen. Aber ja, ich wollte halt was riskieren, so, keine Ahnung warum. Also, das war auf jeden Fall ein Fehler, aber er ist schon 16 Sekunden vorne, komm schon. Das ist lächerlich und er hat auf jeden Fall schon gestoppt, also... Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Es sind sogar mehr als... Es sind schon 18. Er hat jetzt in einem Sektor 2 Sekunden gut gemacht und so schlecht bin ich nicht gefahren. Also, nicht schlechter als vorher. Das ist lächerlich. Oh mein Gott, mach das nie wieder, Alter. Oh mein Gott, Leute, ich konzentriere mich so hart. Ich will diesen 5. Platz unbedingt haben und dann kommt sowas, ey. Oh mein Gott, ey. Ich sag ja, diese Curbs hier, die sind abnormal. Das war jetzt der erste wirkliche Fehler in diesem Rennen und da sieht man, wie schnell es gehen kann. Ja, und da ist der 2. Fehler. Alter, konzentriere dich, Mann, noch 2 Runden. Okay, Leute, wir kommen auf die letzte Kurve zu. Es gab selten so ein Rennen, wo ich mich so konzentriert habe. Aber irgendwie haben wir diesen 5. Platz nach Hause gebracht. Und das ist, ja, wenn man mir das vor dem Rennen gesagt hätte, ich glaube, ich hätte das dankend angenommen, sage ich mal. Also 5. Platz hier ist mega gut. Wirklich, das glaube ich, das erste gute Rennen, was ich in F1 2010 in Singapur habe. Alles klar. Ja, unser Ingenieur ist auch glücklich damit. Wie zum Teufel ist Webber 3. geworden vom 13. Das muss mir mal einer erklären. De La Rosa 5. Okay, starkes Rennen von ihm auf jeden Fall. Ja, mehr war einfach nicht drin. Ich meine, wenn man sich auch die Abstände anguckt, wir sind 37 Sekunden hinter Rosberg. Und wir waren, ne, es gab einen Punkt in diesem Rennen, wo wir geführt haben. Also er war einfach, ja, ich weiß nicht, ein bisschen lächerlich, ne? Aber ist okay. nee, ich weiß nicht, ich bin wirklich glücklich. 10 Punkte, das ist mega gut. Klar, wenn man bedenkt, wo wir waren in diesem Rennen und auch wo wir gestartet sind. Es war vielleicht mehr möglich, aber 10 Punkte. Das ist sehr, sehr, sehr schön auf dieser Strecke, vor allem in F1 2010. Ja, keine Ahnung, Rosberg hat gewonnen. Ich weiß eigentlich nicht warum, weil, ja, ein bisschen komisch, aber naja, wir schauen uns die WM an. Dort sind wir immer noch 6. Ja, so viel hat sich da nicht geändert, ehrlich gesagt, ne? Ich weiß nicht. Es wird, ja, es wird immer enger, so. Um Platz 3, sag ich mal, herum. Das, eigentlich bis Platz 2 ist alles eng. Der Einzige, der wirklich momentan so einen kleinen Luxus hat oder so einen kleinen Vorsprung hat, ist Webber. Der hat momentan, ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte das genau sind, ne? Aber er hat auf jeden Fall einen ordentlichen Vorsprung. Bis Platz 2,
Also von Platz 2 bis Platz 7 eigentlich. Rosberg hat jetzt die gleiche Punktzahl wie wir. Das habe ich jetzt erst gesehen. Von Platz 2 bis Platz 7 sind es 41 Punkte nur. Und wir haben noch 4 Rennen, Leute. Und das sind alles Strecken, die ich mehr oder weniger mag. Wir sind, glaube ich, noch in Japan, in Korea, in Brasilien und in Abu Dhabi. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir noch in dieser Saison so reißen können. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wo ihr denkt, ja, auf welcher Position wir diese Saison beenden können. Okay, Leute, wir haben noch ein kleines Interview. Verlief dieses Wochenende nach Plan? Das Team ist mit dem Verlauf sehr zufrieden, das ist mir nicht so wichtig. Das Team ist mit dem Verlauf sehr zufrieden. Ja, so ziemlich machen wir einfach, keine Ahnung. Es war sehr, sehr gut, ich bin echt zufrieden damit eigentlich. Wie bewerten Sie persönlich die bisherigen Rennen? Ich glaube, ja, waren ganz gut wahrscheinlich. Ich denke über einen Teamwechsel. Ich gehe mal auf, ich denke über einen Teamwechsel nach, weil logischerweise, falls wir irgendwann eine zweite Saison spielen sollten, werde ich bestimmt nicht nochmal für Lotus machen. Und das beeinflusst auch so ein bisschen die anderen Teams. Wenn ich jetzt sage, ich denke über einen Wechsel nach, dann kriegen wir eher einen Vertrag, als wenn ich jetzt sage, ja, ich bin sehr zufrieden bei Lotus. Versteht ihr? Deswegen mache ich das auf jeden Fall mal. Und ja, Leute, was war das? Das war echt, ich mich mega konzentriert, wirklich die ganze Zeit. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch mal einen Vertrag von Sauber hatten. Weil die haben sich anscheinend umentschieden. Okay. Interessant. Aber HRT ist noch am Start. Also HRT, ne? Eh mein Favorit. Von daher, ja, können wir, denke ich, glücklich sein mit einem Vertrag von HRT. Aber Leute, das war's jetzt. Ich bin komplett fertig. Dieses Rennen hat mich getötet. Das nächste Mal sind wir in Suzuka. Das ist eine sehr, sehr coole Strecke. Dort gibt es oft wirklich interessante Rennen. Und ich mag Suzuka auch sehr. Also vielleicht können wir da ein Podium holen oder so. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, Leute. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Ich hoffe, wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich bin komplett durch. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.